Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute dreht sich alles um die Eckumlenkung. Die Eckumlenkung, so wie der Name schon sagt, verbindet sie an der Ecke den Beschlag. Am häufigsten kommt es vor, dass die Eckumlenkung auf der Verschlussseite des Fensters oben die Schere und das Getriebe verbindet. In anderen Anwendungen kann die Eckumlenkung unten auf der Verschlussseite, unten auf der Bandseite bzw. oben auf der Bandseite unterhalb der Schere vorkommen. Die häufigste Anwendung ist oben auf der Verschlussseite mit einem Verschlusspunkt. Die Eckumlenkungen beim Holz- und Kunststofffenster sind grundlegend gleich, da die Beschlagsaufnahmenut in den Flügeln immer die gleiche ist. Das heißt, die Eckumlenkung von einem Kunststofffenster könnte auch an einem Holzfenster verbaut sein oder umgekehrt. Die einzelnen Details der Eckumlenkung sind herstellerspezifisch. Das heißt, jeder Hersteller hat aus seinem System eine eigene Eckumlenkung. Und wir können sie grundlegend unterscheiden. Wir sagen die Verriegelungsart, die Schenkellänge und die Verzahnung für die Zahnstange. Die Verriegelungsart ist eindeutig sichtbar. Die Schenkellänge ist zu messen, von Ecke bis Ende Stulp bzw. von Ecke bis Ende des anderen Stulpseite, der anderen Schenkellänge. Und die Verzahnung. Die Verzahnung ist leider nicht erkennbar. Hier müsste man auf Sonderzeichen oder auf das Herstellerlogo zurückgreifen, damit man weiß, um was es sich handelt. Innerhalb der einzelnen Hersteller kommt es sogar vor, dass in den Beschlagsgenerationen die Verzahnung sich ändert. Das heißt, ist der Beschlag 10 Jahre alt oder ist er 20 oder 30 Jahre alt, kann es sein, dass eine andere Verzahnung oder sogar eine Lochstange vorhanden ist. Das würde man anhand der Kombination der einzelnen Angaben herausfinden. Sollte an der Eckumlenkung keinerlei Nummer erkennbar sein, könnt ihr vielleicht an den anliegenden Bauteilen Nummern oder Symbole erkennen. Sollte auch das nicht möglich sein, reicht sicherlich immer ein Foto und dann können wir euch dabei helfen. Jetzt will ich euch noch kurz ein, zwei Eckumlenkungen zeigen als Möglichkeiten für Holz- und Kunststofffenster. Die Möglichkeiten sind viel größer, als wie ich jetzt zeigen könnte, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben hier zum Beispiel eine Eckumlenkung von der Firma Sigena. Die hat einen Pilzzapfen als Sicherheitsverschluss bzw. als Verschluss zum Kippen und eine Rolle, damit der Flügel beim Schließen ordentlich einläuft und in die richtige Schließposition einläuft. Eine schwarze Eckumlenkung, charakteristisch mit dem runden Zapfen für den Weidmann-Beschlag Kurier 2. Auf dieser Eckumlenkung ist zum Beispiel auch der Hersteller Weidmann und Roto als Symbol erkennbar. Als weitere Möglichkeit ältere Beschläge im Gelb verzinkter Oberfläche. Bei dem Hersteller Roto auch wieder sogar mit Logo und Nummer erkennbar bei dieser Eckumlenkung, R600A11, mit einem flachen Verschlusszapfen. Solltet ihr für Holz- und Kunststofffenster nicht die richtige Eckumlenkung finden, haben wir eine Sonderlösung für euch. Wir haben eine Eckumlenkung mit ansetzbaren Schuhen. Das heißt, diese Eckumlenkung hat ein festes Schenkelmaß. Da müsstet ihr die Schere bzw. das Getriebe etwas kürzen, damit ihr diese einsetzen könnt. Und die Eckumlenkung kann durch einen spezifischen Schuh ergänzt werden, der im Lieferumfang enthalten ist. Je nach Ausführung des Zahnschuhs können sie hier aufgesetzt werden und verschraubt werden, damit sie fest sind und können damit verschiedene Beschläge miteinander verbinden. Es ist sogar möglich, dass auf der einen Seite ein Zahnschuh von Roto montiert wird, auf der anderen Seite ein Zahnschuh eines anderen Herstellers, sodass dass ihr bei der Reparatur verschiedene Beschläge miteinander verbinden könnt. Voraussetzung für den Einsatz ist, dass die Schließbleche mit dem Rollzapfen zum Beispiel funktionieren oder ihr neue Schließbleche habt, die ihr einsetzen könnt, und dass das Getriebe und die Schere noch kürzbar sind, weil oftmals ist die Eckumlenkung zu lang und ihr müsst etwas kürzen. Die Eckumlenkungen bei Aluminiumfenstern sind anders aufgebaut. Grundlegend ist es hier nicht so, dass alle Eckumlenkungen gleich sind, sondern hier kommt es tatsächlich dazu, dass die Hersteller eigene Maße entwickelt haben und dass sie dann da nur reinpassen. Als Beispiel habe ich eine Eckumlenkung von der Firma Sigena in Silber für einen sehr bekannten Beschlag. Hier mit der Sonderfunktion einer Fehlbediensperre. Die Fehlbediensperre wird dazu eingesetzt, dass der Beschlag, wenn er funktioniert, genau, dass wenn der Flügel geschlossen wird, dass die Fehlbediensperre bedient wird und dass dann der Flügel nur im geschlossenen Zustand bedient werden kann. Als anderes Beispiel eine Eckumlenkung aus Kunststoff. Sie ist von der Firma Schüco und ist charakteristisch. Bei den Schüco-Artikeln zum Beispiel
ist immer oder oftmals eine sechsstellige Nummer als Artikelnummer und das Firmenemblem erkennbar. So, das war's schon mit der Eckumlenkung. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Solltet ihr trotzdem noch Fragen oder Anmerkungen haben, schreibt uns bitte einen Kommentar. Alle gezeigten Eckumlenkungen verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch weitere Fragen zu Fensterbeschlägen, Drehkippbeschlägen habt, empfehle ich euch unser Video Aufbau eines Drehkippbeschlages. Wenn ihr kein weiteres neues Video von uns verpassen wollt, bitte abonniert unseren Kanal und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!